Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft World 2, mitten in der Nacht, in der schönen Beleuchtung von unserer kleinen Welt hier. Langsam macht sich das Ganze, die Beleuchtung in der Nacht ist fantastisch auch. Auch mein Bau hat sich eines getan, seit dem Neujahr habe ich hier ziemlich viel weitergebaut. Wir werden später noch ansehen. Ich begrüße mal unseren Schwabe, der auch im TS ist. Hallo Schwabe. Ja, hallo Virus von einem. Ja, und ich wünsche dir nachträglich noch, ach, guten Morgen, ach, sieht auch geil aus. Morgen sieht auch cool aus. Ich wünsche dir nachträglich alles Gute zum neuen Jahr. Wir haben uns ja nicht mehr gesehen seither, bis jetzt gar vorhin. Ja, danke dir auch. Ja, ich bin immer noch angeschlagen. Genau, du hast ja zurzeit mehr Bett gehütet als sonst was. Ja. Also von Zuschauern, die vielleicht von Schwabe hier reinschauen, tatsächlich so seit Neujahr habe ich nie mehr gesehen. Also es ist nicht nur so, dass er keine Videos gemacht hat, er hat auch nicht wirklich sich hier blicken lassen. Nee, ich lag jetzt 2 Tage nur im Bett. Ja, wie gesagt, du hast zwar ein Infovideo rausgebracht, muss ich ehrlich sagen, ich bin überall hinterher. Langsam wird es besser. Ich sehe bis Ende Woche, wenn mein Urlaub durch ist, bin ich dann wieder auf dem neuesten Stand, nachher komme ich wieder hinterher. Okay. So, ich bin gerade hier überhaupt von unserem Wiggle, der hat ja hier eine Brücke gebaut. Ich bin gar nicht sicher, ob die Brücke schon mal ein Video zu sehen war. Muss ich sagen, das letzte Video war auch schon wieder 2-3 Tage hinterher. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Video war noch im alten Jahr, wenn ich richtig bin. Sieht auch cool aus. Sie machen jetzt auch eine Straße Richtung Aldi rüber. Hat hier schon einen Erdweg gelegt, glaube ich. Ich glaube, das war der Wiggle, um zu sehen, dass es dann auch passt mit der Straße vom Aldi. Oder Aldi das vor. Doch, die Brücke haben wir schon gesehen im Video. Okay. Ja, genau. Aldi hat auch sein erstes Video jetzt hochgeladen. Also Aldi. Daniel. Aber er nennt sich ja selber auch Aldi. Aus so alten Zeiten her. Und jetzt weiß ich auch endlich, wieso er seine Mine nie weitergebaut hat. Weil er genau in seinen Keller reinkommt, den er untergräbt. Hat er bei seinem Video heute gezeigt. Und hier, aufhaust, bist du genau in seinem Keller drin. Fährst gleich in seine Hütte, in sein Haus rein. Genau. Ja. Also. Gut. Genau, darum hat nicht mehr weitergebaut. Aber ihm ist gerade nicht aufgefallen, dass ich hier das Schild ausgetauscht habe. Ich bin nicht ganz sicher, aber außer er hat gedacht, er lasst es jetzt so. Weil das hieß ja mal Mine von Aldi. Ja, da es eh keine Mine mehr ist, ist es ja egal. Genau. Wir hatten hier abgesteckte Grundstück. Das hat er auch heute im Video gebracht. Er möchte hier einen riesen Bauernhof bauen. Okay. Der Aldi will sich auf Lebensmittelproduktion einstellen für seinen kleinen Markt hier. Und sein Traum ist, einen großen Bauernhof zu machen mit Tieren und so weiter. Ja, ich bin gespannt, wie das dann wird. Darum hat er so ein bisschen abgesteckt mit diesen. Bin ich mir halt noch die Straße fertig gebaut? Da hat er auch im Video gemeint. Ah, du hast die gebaut? Ja. Ah, okay, weil im Video hieß gerade noch. Das will er dann noch machen, dann hast du ihm die Arbeit abgenommen, auch gut. Nee, ich habe jetzt mit Kies die ganze Straße mal fertig gemacht hier. Boah, sieht mit meinen Texture Packs wirklich cool aus, mit Jay da noch dazu. Das ist dein modernes Texture Pack? Ja, genau. Ah, das ist nicht so. Fällt mir jetzt nicht so. Das ist schlimm, also ich muss mal ein 1.11 dann suchen, weil das Haus habe ich gar nicht gesehen, wenn es fertig war. Das ist ja das. Geh mal hierher, wo ich jetzt bin. Hierher, wo du jetzt bist. Ja, okay. Dann guckst du mal nach unten. Das sieht mein Gebäude von hier aus. Ach verdammt, warte, ich hab falsch geschaut. Aha. Gut, oder? Eine Art Stadion oder sowas. Jetzt hab ich das doch verpasst, warte mal. Nochmal. Aha, das Wasser fließt erst, nachdem man den Schalter betätigt. Das sieht cool aus. Ja. Das ist eine coole Idee, ich zugeben. Hab's heute entdeckt. Als ich auf der Server kam. Das ist auf dem Dragul, oder? Vermute mal, ja. Eben. Ich gehe aus davon. Das ist cool. Wieso nicht gleich den Fluss mit einbinden? Also, ich finde das eine coole Idee. Also ein Lob an Dragul, das schaut sich die Videos glaube ich auch an, so viel ich mitbekommen habe.
Coole Idee. Und hier bin ich ganz sicher, was er hier genau auf sich plant. Er hat hier, wollte hier mal eine Brücke bauen zu dem Banaus rüber, aber der kommt ja hier total am bescheuerten Ort ran. Mitten im Berg drin. Ich denke, da musst du wahrscheinlich mit der Brücke noch irgendwas überdenken. Weil Nee, er wird relativ genau vor näher kommt im Berg da. hier in etwa rauskommen. Und wenn er aus seinem Haus so in Ja, etwa aber. so zwei, drei Blöcke verschiebe, Ja, aber ob das. dann müsste es eigentlich Ja, passen. gut, man könnte natürlich blöd gesagt hier die Straße nach dem Berg entlang führen, natürlich. Er müsste hier in etwa rauskommen, Genau. wenn ich so Gut, er kann ja anschaue. auch parallel rüberbauen und hier kann man ja noch einen Weg außen um den Berg rumbauen, rein theoretisch. Würde ja auch Ja. gehen. Da drin hat sich aber auch einiges getan bei unserem Banauser. Ja, der Magierturm, genau. Der hat jetzt auch schon einen Stockwerk hochgebaut. Es soll noch eins geben, angeblich. Wow. Also innen drin ist ja nicht wirklich. Ja, ist also eher halt von außen her zu sehen, ne? Ja, aber außer. Wow. Sogar hier mit den Steinverzierungen. Ganze Quarzzeug und Ich alles. überlege es gerade, wieso baute hier. Hatte hier zuerst mit Stein und dann Quarz? Oder war das seine Bautreppen? Ich weiß es nicht. Ich hab's nur gesehen auf der Dynamic Map, dass der extrem hoch war, ist mittlerweile. Dann hast du mein Bauwerk auch auf dem Dynamic Map gesehen, dass da plötzlich mehr steht. Ja. Da habe ich so, ne, ich hab es mitverfolgt, wenn ich mal die 500 am PC war oder so, oder die 10 Minuten. Ja, das ist auch cool. Also Jetzt die bitte. Live-App findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr live reinsehen, was wir gerade machen und wie es gerade die Welt aussieht. Aber. Wie? Ganz ehrlich, der ist jetzt auf Höhe 129, das heißt ja nur noch 120 Blöcke nach oben. 129. Wie ist der Cap bei 170 um? 354 oder 256, Lol, sowas. mein höchster Turm von meinem Gebäude ist 250 Blöcke hoch. Aber gerade so Ja, dann knapp. habe ich so ganz so. Ja, aber es geht von 0 weg, gell? Ja, schon klar, Y-Koordinate. Ja. X-Koordinate meine ich. Ne, Y ist ja Ist schon richtig. okay. Weil der steht ja schon. Das ist die hinteren rechte und linke Türme. Also der hinterrechte Turm ist der höchste Turm. Ich sehe es von da aus nicht. Ich sehe es von hier aus, es sieht schon krass aus. Ja, du hast die Ränder sind auch Ja, ich volle. habe auf maximale 32 Chunks. Aber man muss halt. Das schaffe ich nicht, ich habe glaube ich Ja, aber 16 oder man muss sowas. natürlich auch im Vorfeld die Chunks abfliegen oder begangen sein, Dass sie ladet, dass sie ja. auch auf sind. Aber ich bin echt gespannt, wie hoch das Ding noch wird hier. Ich denke, dann kommen mit sie noch mal zwei Stockwerke Eins hat drauf. er gemeint. Ja, Eins? eins kommt noch. Okay. Ja, jedenfalls habe ich. Hätte es gesagt, so von der Größe her bestimmt noch mal drei. Nee, er meinte eins. Aber wer weiß, vielleicht kommt er nachher noch in ein Monolith oder etwas drauf. Wer weiß, an der Kugel. Da kann man so, also das hätte ich mir da gesagt, kann man so eine Idee. Ja, das könnte man hier aufhaken, dann könnte man da bei Hause fluten. Man könnte, also was, man könnte auch ganz aufhacken, aber Moment mal, wo aufhacken? Da oben. Okay. Nee, es läuft ja ganz normal. Ja, komm jetzt nicht mich verarschen. Nee, das machen wir nicht. Ah ne, ich gehe da nicht durch. Gut, Ben will es natürlich, wenn schon hier. Ich habe jetzt oben wieder zugemacht. Das ist eh wieder gefroren da oben. Okay. Aber er hat trotzdem Lust, wenn vor seinem Eingang ein Wasserfall wäre. Also hätten eine Also cool, Batcave. so weißt du, links und rechts an der Brücke runter, das sieht aber bestimmt cool aussehen. Denke ich mal. Also Banaus, hast jetzt gleich Anreizpunkte, falls du das Video siehst. Denke, das kann ich bestimmt so machen, dass das links und Ja, rechts runterläuft, logisch. das Wasser, kann ich mir die Richtung geben. Ja, logisch kannst du so machen. Du kannst entsprechend die Blöcke ersetzen. Kein Thema. Aber der Halle bin ich immer begeistert, wenn ich da Das sieht reinkomme. cool aus, ja. Vor allem auch hier hinten.
wie er die Farbspiele hier gemacht hat hier. Ach, falsche Richtung. Sehe ich mir doch das mal rüber. Ja. Sehe ich das mal weg hier. So. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das Spiel jetzt abkackt. Okay, jetzt habe ich mal. Ja, haben wir das Flows HD Texture Pack reingeladen von 1.8. Sind natürlich alle Sachen drin, aber die Sachen, die nicht drin sind, werden hier von der normalen Minecraft Skin übernommen. Okay. Was hat sie denn da alles gegeben? Ah, hier ist ein Enderportal, ach so. Ich hab's. Enderportal? Netherportal. Netter. Hat er hier versteckt. Das Flow sieht gerade alles ein bisschen düsterer aus. Hat er seine Säule weitergebaut? Nee. Okay, du warst da unten, okay, du musst nicht runterlaufen. Ich wollte mir den Mob-Farm mal angucken, weil die arbeiten bei mir. Ja, der Wickel hat seine Mob-Farm jetzt ja modifiziert, weil ja, er hatte zuerst Jäger gewählt, weil er dachte, er kann das große Geld machen mit Jäger und der Mob-Farm. Aber jetzt okay. Funktioniert der Jäger aber nur in Verbindung mit nicht gespawnten Mobs. Ah, okay. Also es bringt nichts. Bist du raus? Achso, wo bist du jetzt schlafen gegangen? Achso, okay, ich dachte, du warst gerade hinter mir. Also es funktioniert nicht, wenn du... Also keine Angst, Benno, ich hab's bitte aber frisch überzogen, okay. Also wie gesagt, es funktioniert nicht mit Gegnern, die aus dem Spawner rauskommen. Das geht nicht. Ah, okay, nur... Warte, wir können mal bei Wickel vorbeischauen. Er hat ja mir vorgestern seinen Bau präsentiert, wie es aussieht. Er hat endlich die Mauer aufgemacht. Ich habe mir Mauer auch mal sauber gemacht jetzt. Und, ich will mal kurz schauen, ob es inzwischen wieder offen hat. Oh, okay, jetzt leitet er alle Chunks wieder nach. Wobei... Ja, bei mir auch. Ja, er hat ja den ganzen Boden mit Kohlenblöcke hat er gebaut damals. Und ich bin ja mal gespannt, was bei Wickel da unten rauskommt. Naja, wie gesagt, hat es letztes Mal aufgemacht. Bin ich sicher, ob es inzwischen schon wieder offen hat. Oh, Moment. Na, ich schaue auf jeden Fall mal nach. Ich weiß jetzt nicht, ob die... So, wir sind wieder zurück. Hatte gerade gleich gerade einen kleinen Anruf, aber es sollte vielleicht alles passen. Ja, ich grüße noch wieder der Schwabe, der wieder oder immer noch dabei ist. Ja, ich stehe gerade im Wickel. So wie ich mitbekommen habe, hast du ja versucht, du jetzt allein noch weiter zu moderieren, weil du dachtest, die Aufnahme läuft noch. Habe ich ja nebenbei. Ja, sicher, aber ich habe es da pausiert. Ich überlebe immer, was mache ich? Breche ich die Aufnahme ab oder pausiere ich sie? Wenn ich sie abbreche, muss ich ja halt wieder zusammenschneiden. Und wenn ich sie pausiere, dann geht es eigentlich in einem durch. So. Okay. Aber die Mob-Farm von Wickel ist cool mit den Fischen. Ja, das hat er gemacht, dass sie halt runterfallen, schon mal Schaden bekommen und dann trotzdem ins Wasser fallen. Ja. Und dann, wenn sie hochkommen, wieder runterfallen. Jetzt haben sie was wirklich sehr wenig Leben. Die Monster kommen hier aus dem Spawner. Weil ihr denkt, wie kommen hier zwei, drei Spawner nebeneinander? Ja, wir können jetzt auf dem Marktplatz Spawner kaufen. Die kosten 10.000, die Spawner selber. Und dann die Spawner je 5.000. Und da kann man die Eier in den Spawner geben und dann gibt es den entsprechenden Mob-Spawner. Und ja. Manchmal darf man sich vielleicht einen Bogen rausholen. Ich denke schon, hat er sicher X-Bogen drin. Ja, ich will aber verzaubern. Gut, dann müsstest du ihn natürlich fragen. Da muss ich ja, da will ich ihn zuerst fragen. Ich hab gedacht, den normalen zum Reparieren. Ja, das kriege ich jetzt. Ich habe jetzt schon 4 Level gemacht, solange du weg warst. Okay. Von 41 auf 44. Ja, er will ja noch einen weiteren Spawner noch machen, aber dafür muss man noch ein bisschen Geld sparen noch. Ja, die Monster fallen hier runter, ja, fahren auf diese... Oh, und hat sich eins verpackt. Oh, leider, ja. Oh. Ne, die laufen noch. Das teilweise passiert ist, wenn zwei nacheinander kommen direkt. Ja, aber. Dann zieht der Pisch nicht mehr zurück. Aber nachher da ist irgendwie, weiß nicht, mit Repeat oder sowas drin, wo er dann alle mal durchschiebt. Ach so. Okay. Mit der Zeit. Was alle auslöst, auch wenn da nichts drauf ist. Die dann runterzuschieben. Ich hab das vorher mal ein bisschen beobachtet gerade. Okay.
Ist faszinierend einfach. Ein paar sterben auch so. Was passiert mit den Items, die... Oh, Wiggle, ich würde da unten noch einen Trichter bauen mit der Truhe. Warum ist da unten? Ja, da sterben ein paar Monster direkt und das Loot treibt alles um die Ecke. Ja, das löscht sich ja. Ja, aber den... wenn er... Also jetzt könnt ihr jetzt immer Loot noch sammeln, wenn ich möchte. Boah. Geht er hier weniger ums Krass. Loot als mir um die XP. Sah jetzt auch aus, ein Schlag in die 5 Monster auf einmal tot. Ja, du machst es auch falsch, wenn du gegen Monster kämpfst. Dann haust du immer so. Dann muss einmal. Darfst nicht so schnell schlagen. Eben, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil du das aufladen musst wieder. Genau, dann machst du viel mehr Schaden. Genau, das ist ein Combat-Mode gekommen. Aber, Moment jetzt mal. Wird die Animation auch zweimal angezeigt, weil ich sehe immer, dass du zweimal schlägst. Wie meinst du jetzt? Ich schlag jetzt einmal. Ja, jetzt schon. Vor dem Monster hat immer slash. Ich schlag jetzt dauernd. Ja. Das ist überhaupt keine Zeit zum Aufladen. Jetzt ist Aufladen. Jetzt bei ist Monster hat immer zweimal. Wahrscheinlich hast du da doch zweimal ineinander gedrückt. Nee, ich schlag nur einmal. Ja, jetzt schon, ja. Vorher sind wir zweimal. Okay, egal. Okay, aber unbewusst. Der kommt schon immer zweimal, dann pausiert. Zweimal, pausiert. Was ist das hier? Wasser? Okay. Hat hier Wasser genommen zum Schöpfen wahrscheinlich, hier für die Falle. Und in der Wasserquelle, ja. Ja. Ich glaube, warte mal. Wir sollten ganz kurz schauen, ob jetzt hier wirklich sein Durchgang schon geöffnet ist. Ich glaube zwar nicht. Nein, okay, weil er muss da noch Teppich verlegen, weil er hat herausgefunden, dass Glowstone durch Teppich leuchtet. Und dementsprechend muss es den ganzen Raum ausleuchten, weil er hat natürlich 10.000 Fackeln aufgestellt gehabt. Und das sah ein bisschen bescheuert aus, sonst wollte er alles mit Glowstone versehen. Und dementsprechend hat es wieder zugemacht, okay. Naja. Ich habe hier was entdeckt. Warum wiegelt sein Haus? Die Bäume? Mehr drin. Nee, mehr drin. Irgendwas rutscht. Ja, das ist er am Bauen, genau. Irgendwas will er da im Wasser drin bauen. Aber ich will nicht runtergehen, ich habe keine 80 drin gesessen. Ich sehe nur einen Kreis. Ist er nicht mehr. Er hat nur einfach ausgesteckt. Oder mal genau, okay. was der Schwabe meint, das ist hier unten. Oh, scheiße, mit Schädel sehe ich es gar nicht. Warte mal kurz. Wow. Ah doch, jetzt sehen wir es doch hier. Ja? Ah, du meinst die Baustelle mit dem Meer draußen, ne? Machst du ein ganzes Dorf hier, oder ja, wie? Du weißt, wenn ich ein Haus baue, dann baue ich gleich eine ganze Insel. Ja, die sagt, hängt zum Größenwahn. Aber auch noch ziemlich Baustellen. Technisch seht schon überall ein bisschen Löcher. Vorne durch stimmt schon einigermaßen. Hindurch ist nur Fassade, bis jetzt. Aber ich habe mich letzte Tage mehr an der Kathedrale verschrieben, da habe ich der zweite vorangekommen. Die Laternen her, die Beacons. Das sind Seelaternen. Ich weiß. Das, aus dem Material, die Ungeheuer da droppen. Ja, hast du den Unterwassertempel? Ja, es gibt welche. Gleich bei meiner Kirche links draußen im Meer hat der Lord entdeckt. Beim Lukas kam nicht sehr viel passiert. Der war zur letzten Zeit online. Ah doch, das können wir kurz noch zeigen. Wir machen so ein bisschen Überlänge hier, aber ich kann jetzt gerade nur eine Folge aufnehmen. Dementsprechend zeige ich das gerade kurz. So ein letztes noch. Der hat auch wieder Wickel, hat ein geheimnisvolles Tor gebaut. Du siehst das bis... Ja, ja, auch noch zu. Aber das sieht jedenfalls schon besser aus als bei Wickel. Die Säule halt, die haben wir ja. Genau, und hier vorne hat... Oh, das ist offen. Das ist offen. Nee, es ist offen. Okay. Hat er es vergessen zuzutun? Der Labyrinth. Ich würde mal behaupten. Merkwürdig. Oder es soll gleich eine Musterung sein. Was hat hier für Material verwendet? Polierte Granit, okay. Ja. Vielleicht sind es Ausgrabungen. Ja, es könnte aber. Nee, das ist definitiv ein Labyrinth. Hier reingehst. Definitiv ein Labyrinth.
Ach so. Dass die Säulen schon gebaut sind. Ja, das ist ja, gehen wir hier durch, das ist natürlich, dass es ein Labyrinth ist. Gott. Luke, du Irrer. Ah, ich hab nur gefunden. Ha, ich bin durch. Aber ich glaube, es geht nur zu seinem Mieder, so wie es aussieht. Das ist nur sein Mini hier unten. Ich häng, ich habe mich ja verlaufen. Ja, ist Lava. Nee, hier ist nur Lava. Hier ist nur zwar eine Werkbank, aber ich glaube, hier hat er es nur gegraben, so wie es aussieht. Okay, ja, ich bin etwas gespannt, was das im nächsten Monat hier alles wird. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Was auch Aldi gesagt hat, was ein bisschen schade ist, dass alle Leute so weit auseinandergebaut haben, dass halt nicht mehr das Dorf-Flair rauskommt wie damals. Aber ich hoffe. Aber ganz ehrlich, wenn du die Grundstücke anguckst, so weit sind wir gar nicht Ja, aber auseinander. es ist ja doch, wenn man denkt, vom Marktplatz her bis zum Lord hat schon viel leere Fläche. Das meint er damals zum Beispiel. Ja gut, aber du musst jetzt nach dem Maschinenmarktplatz auch direkt am Meer bauen. Was willst du da, wo willst du da bauen, was? Außer in die Richtung. Nee, es geht darum, das Ambiente. Es gibt sicher noch Bauwerke, also Zweithäuser und so weiter, die Leute dann eher auch wieder Orte suchen. Wenn jetzt hier mal bei dem Marktplatz bist, dann ist gar nicht so weit zum Laden zu mir. Ja, das heißt, es gibt einfach noch viel Grünes dazwischen, weißt du? Das meint er. Es muss ja nicht alles verbaut sein, es darf ja ein bisschen was Das ist grün so. sein. Aber wir werden es sehen. Wenn ich denke, ich mache hier mein Werk raus, der kommt direkt bei dem Marktplatz, soll der rauskommen, denke ich mal. Genau. Ich mal behaupte und dann. Ja, wir werden es dann sehen. Dann ist es nicht Das ist so so. weit. So, ich mache jetzt aber Schluss für heute. Die Folge ist wirklich schon zu lang eigentlich. Aber wir werden dann in der nächsten Folge schon mal wieder schauen, wie das mein Bauwerk von innen aussieht. Bis jetzt habt ihr nur von draußen gesehen. Und bis dahin wird dann auch noch sich noch mehr getan haben. Ich bedanke mich beim Schwaben, dass er Zeit gehabt hat. Ja, Und dann bitte sehen wir gern. uns wieder zur nächsten Folge. Ich werde die Folge einfach noch rendern. Wenn ihr diese Folge seht, dann wird heute nochmal Kartenchaos ausfallen. Einfach der Stress halber. Und ja, wir werden es dann nächste Woche voraussichtlich wieder bringen, wie gehabt, wie gedacht. Genau. Diesem Sinne, bis dann und tschüss. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.